Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Stöckchen gemacht und über Priester uns unterhalten, die ihre Stöcke bei. Naja, lassen wir das. Oh, auf welches Thema ich eigentlich eingehen wollte, auf jeden Fall eingehen wollte, waren nämlich die Paralympics, weil ich das total cool finde, dass das auch so behinderte Leute, weil wenn sich jetzt darüber jemand aufregt, tut es mir unglaublich leid. Aber es so heißen, so nennt man sie nun mal. Tut mir leid, kann ich nichts dafür. Dass die Chance, finde ich zwar ein bisschen traurig, dass sie nur einmal alle 4 Jahre die Chance kriegen. So oder. Ja, lassen wir es jetzt lieber erstmal so. Dass die eben, finde ich schade, dass die nur einmal alle 4 Jahre zeigen können, dass sie doch eigentlich genauso viel drauf haben wie wir Menschen ohne diese Probleme. So finde ich schade. Aber nun ja, so ist es, wie es ist. Und ich finde es unglaublich cool, dass sich diese Leute dann auch in einem Staat wie Russland, wo es eigentlich solche Menschen so ein bisschen verpönt sind, soweit ich weiß. Sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare, wenn ich Quatsch laber. Und ja, dass die dann eben, dass die da auch die Chance kriegen, dass die dann sagen können, ja, wir können genauso viel wie ihr. Und nicht, dass man dann, dass die dann sofort wieder gesagt bekommen, ihr könnt doch nichts, ihr seid doch voll die Affen und. Finde ich cool, dass es dann auch in so einem kommunistischen Staat wie Russland einer nun mal ist. Also hier sind die Fenster dann da und dann müssen wir das da wegruppen. Ja! So? Nee, machen wir es schon richtig, oder? Nein, das. Und wenn man es so macht, so gewollt, als ob da eine Überplattung stattfinden würde. So, vielleicht. Ja, so schon eher, aber. Wobei, oder wird man da noch einen Balken rein? Weiß ich noch nicht. Oder wir probieren es einfach mal aus. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Und. Ja, ich hab's vergessen. War ja klar, also machen wir da jetzt mal so das einfach und dann passt es auf jeden Fall. Dann wird die Folge eventuell mal wieder länger. Yay, also letzte Folge definitiv der Aufnahmesession, weil sonst verballer ich wieder irgendwas. Verpeile irgendwas und darauf habe ich keine Lust. Schauen wir uns das doch mal an. So, hier. Ja. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein A. Ja, liebe Kinder, so sieht ein A aus. Juhu, juhu. Juchalala. Und unsere. Jetzt haben wir eigentlich alle Hölzer bis auf Tropenholz. Und. Nein, ich gehe definitiv nicht auf Drogenholzsuche. Yeah, Drogenholzsuche. Ja, okay. Scheiße. Ja, ich leg mich mal. Nein, ich darf nicht bin. Ah! Ja, war klar, dass ich mich nicht pennen legen kann. Ja.
ich dir irgendwie komisch. Naja. Naja. Ha, cool. Kriegt man einfach so eine Nachricht von einem Kumpel, so, yeah, der sich unglaublich freut. Oh, schnell jetzt bitte. Dass er einen Bossgegner in Dark Souls gekillt hat. Wir spionieren jetzt erstmal hier die Gegend aus. Da hinten ist eine Spinne, mit der werden wir fertig. Da sind Zombies, da mit denen werden wir auch fertig. Und sonst legen wir erstmal alles ab bis aufs Schwert. So, dann sind die Taschen nicht ganz so überfüllt mit wichtigem Krams, wobei die die Möhrchen, die behalten wir. Und jetzt erstmal gehen wir auf die Zombies. Put, 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 put. Kommst du her, so? Nee, es ist... Ja, okay, hier ist es... Es ist noch nicht ganz fertig. Hier sollte es noch ein bisschen rausstehen und dann passt es doch auch. Bisschen besser. Spinni? Spinni, 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 kommst du her, kommst du her? Hier war doch gerade noch eine Spinne, oder? Fällt die uns gleich von oben an? Was uncool wäre. Vielleicht werden wir dann zu Spider-Man. Yay! Yeah. Beiß uns! fällt mir auch was Lustiges zu Beiß uns ein. Also nur zu dem Spruch Beiß uns. Also ich muss gestehen, ich habe Twilight geguckt. Zwangsläufig, wenn man zwei Schwestern hat und da Freundinnen von der da sind und man gefragt, hast du Lust, mit uns einen Film zu gucken? Und man sagt, ja. Und das dann heißt, ja, welchen Film guckt ihr denn? Und die dann sagen, ja, wir gucken Twilight und du sagst, und beziehungsweise du noch nicht weißt, was für einen Film die gucken und sie sagen, ja, hier, du musst da bleiben. Es könnte eventuell gruselig werden. Und die dann sagen, okay, hier, schon schnafft er aus. Muss man lassen. Naja, bis auf das Loch. Und die dann einfach sagen, hier, wir gucken jetzt Twilight an. Und du sagst, hey, ich wollte das aber gar nicht. Ich dachte, wie actionreicher Film oder so. Und dann kommt so ein Scheiß, den ihr dann anguckt. Und ja, dann, ja. So, es ging auf jeden Fall um Twilight. Und dann hat man, das war zum, ja, das war auf einer Freizeit. Und dann hieß es so, also wir waren recht viele Leute, war von der Schule her organisiert. Und dann, das ist nur, gut. Und dann die Schule hat es organisiert und ja. Und die, wir hatten dann immer so Bungalows oder wie es hat. Ja, waren Bungalows. Also so kleine Wohnungen, so mit, wie viele? Ja, ein Zimmer für, also ein Zimmer mit einem Ehebett drin und eins so mit zwei Einzelzimmern und dann, Einzelbetten. Und dann eben noch, ja. Nein, da wollte ich sie nicht hinhaben. Ja. Hätte ich sie mir mal nicht aus der Tasche gelegt, die Axt. Und ja. Und dann eben ein Wohnzimmer und einem Flur und einer Küche, die wir irgendwie nie benutzt haben, weil es da eine Mensa gab. Und die Folge ist eigentlich schon wieder voll. Ah, aber ich schwatz das noch zu Ende. Und nee, das machen wir hier etwas kleiner. Habe ich beschlossen, so um zwei Reihen. Oder? Sah das geil aus? Ich weiß es nicht. Wir lassen das erstmal so halber. Und dann haben die Mädels einfach auf die damals
14-, 15-jährigen Mädels einfach gesagt, okay, hier, schreiben wir auf ein Blatt, auf ein weißes Blatt, Edward, please bite us. Und ich kannte diesen Twilight-Hype gar nicht und habe mich total gewundert. Und hab's erst ein Jahr später oder so, oder ein halbes Jahr später gerafft. Und damit vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank, dass ihr überhaupt so einen Scheiß guckt. Und endlich fertig. Ich gehe dann mal eine Runde rendern. Tschüss.